Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Es gibt richtig schöne News zum Thema Shakes and Fidget. Und wie ihr vielleicht hört, ich habe mir ein neues Headset geholt. Wir können ja mal anfangen mit den News. Es ist so, dass am Freitag ein neuer Server startet. S38 wird kein internationaler Server sein, sondern ein deutscher Server. Exklusiv. Und da gibt es auch ein paar. Ja, da kann man sich schon mal anschauen. Das soll ein Unge-Server werden. Das ist wohl so ein unbekannter YouTuber, habe ich noch nie von gehört. Nee, doch, kenne ich, aber der kriegt jetzt wohl seinen eigenen Server und der spielt da wohl ganz aktiv mit. Das wird wohl eine kleine Aktion. Da gibt es auch schon richtig heftige Diskussionen, ob das jetzt irgendwie nur Geldmacherei ist, dass hier Playa dem irgendwie ganz viel Kohle in den Rachen geschoben hat, dass der jetzt mal hier spielt. Aber zumindest gibt es, was ich eher cool finde, ein paar neue Bilder. Kann man jetzt hier abstimmen, mit welchem Charakter der spielen soll. Ich habe mal auf den grünen Ork genommen, weil der fand ich sah einfach am lustigsten aus. Aber ich fände es cool, wenn jetzt vielleicht auch andere Charaktere noch reinkommen. Also jetzt nicht irgendwelche YouTuber, sondern wenn wir jetzt mal unsere Charaktere ein bisschen individualisieren könnten und nicht nur diese Standardgesichter, die es hier gibt. Weil ich muss ehrlich sagen, die Fresse kann ich langsam nicht mehr sehen. Und es gibt zwar noch ein paar andere, die man hier draus machen kann, aber es wäre doch cool, wenn man jetzt wirklich so ein paar neue Grafiken da mal reinkriegt und vielleicht auch neue Gesichter hätte bei Shakes and Fidget, würde ein bisschen das auflockern, das ganze Spiel. Ansonsten könnt ihr natürlich da abstimmen auf unge.sfgame.de. Da könnt ihr abstimmen, womit ihr hier spielen soll. Ist mir im Grunde egal. Ich denke mal, der neue Server wird am Anfang richtig voll sein, weil der hat ja ziemlich viele Follower und da werden, glaube ich, ziemlich viele Leute mal bei Shakes and Fidget reinspielen, besonders am Anfang, wo man denn ihn vielleicht mal angreifen kann und vielleicht auch noch gewinnt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der so ein, zwei Pilze gestellt bekommt und damit schon ganz gut was anfangen kann. Und da schön durchstartet. Wir nehmen mal die kurze Quest. Ah, Inventar ist voll. Eine Erdbeere, die verfüttern wir schnell. Also das finde ich zum Beispiel eine richtig schicke Sache, dass jetzt mal ein neuer deutscher Server kommt. Bin ich, glaube 1,5 Jahre stand in den News. Warte mal, da kam ja auch ein Brief rum, wo das drin steht, dass der, genau, seit 1,5 Jahren gibt es den jetzt endlich wieder. Und ja, ansonsten zu kleinen News noch, was ich hier gerade so lese. Instagram gibt es jetzt auch für ein Shakes and Fidget. Ich glaube, also hier steht, da gibt es tolle neue Infos. Das ist bestimmt sowas Tolles wie diese komische App, die sie früher mal rausgebracht haben. Da kam im Endeffekt auch nicht wirklich was. Im Grunde, wenn ihr Infos haben wollt, schaut im Forum nach oder guckt die Videos. Nochmal zurück zu dem Unge-Server. Also was ich da so ein bisschen heißt, verfolgt habe, war irgendwie so eine Diskussion. Ja, warum machen die jetzt das mit dem Typen und nicht mit irgendwem, der schon aktiv Shakes and Fidget spielt? Weil, also, ich muss sagen, ich habe Unge jetzt noch keine Shakes and Fidget-Videos bei dem gesehen. Vielleicht gibt es da welche, die sind bei mir untergegangen. Habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig nachrecherchiert. Aber es gibt ja ganz viele andere. Also, ich hatte ja mal hier so einen kleinen Cast gemacht mit ein paar anderen Leuten zusammen. Und die spielen halt aktiv Shakes and Fidget. Die kennen sich auch ein bisschen damit aus. Oder hier, was weiß ich, Spieletrend oder Blacky oder so, die zocken halt wirklich richtig viel. Und auch ein paar andere, die sehr leidenschaftlich Shakes and Fidget spielen, irgendwie auf 10 Servern schon Projekte haben und immer wieder was Neues machen. Also da wären das irgendwie, finde ich, sinnvoller, aber die haben halt nicht die große Reichweite und die Leute, die sich die Leute anschauen, spielen eh schon Shakes and Fidget und Playa möchte ja gerne neue Leute hier mit reinkriegen. Von daher ist es schon verständlich, dass die da jetzt mal was Neues probieren und alles, was die Beliebtheit von Shakes and Fidget erhöht, sorgt im Endeffekt dafür, dass das Spiel länger gespielt wird, dass mehr, oh, wie konnte ich den gerade verlieren, mehr Content kommt und mehr Leute hier Geld rein investieren und dadurch wird das Spiel auch länger aktiv bleiben und es wird es noch länger geben. Ansonsten gab es ein paar Änderungen. Also erstmal war irgendwie vorgestern oder so der Server von, ich weiß nicht, ich bin um 5 aufgestanden und bis um 8 Uhr noch was ging nichts. Einige Leute haben schon richtig gekotzt, aber dann irgendwann ging es wieder. Und es gab wohl ein paar kleine Änderungen. Was mir aufgefallen ist, Moment, Abenteuer, genau. Dass jetzt bei Abenteuern, wenn die durch sind, angezeigt wird, dass man eine Treibsanduhr bekommen hat. Das war früher nicht so.
Von daher können wir jetzt schon mal sagen, wann es Treibsanduhren gibt. Ich dachte ja immer, die gibt es so zufällig irgendwo nebenher. Aber dann gibt es schon mal keine Treibsanduhren, wenn man eine Quest annimmt, die ein Item gibt. Und auch nicht, wenn man eine Quest Holz kriegt, Stein kriegt beim Raritäten-Event oder Früchte. Dann gibt es auch keine Sanduhren. Von daher, die Fundchance weiß ich jetzt noch nicht, ob die bei langen Quests höher ist wie bei kleinen, aber ich denke mal, es wird so sein, dass es da nicht groß eine Rolle spielt. Aber von daher hat man eine gute Chance und sieht jetzt immer, wann Sanduhren kommen. Finde ich ganz toll, habe recht viele davon. Wovon ich noch mehr habe, da werdet ihr gleich staunen. Oh, ich staune gerade selber. Vorhin waren es noch 800 noch was, jetzt sind es schon 900. Lucky Coins. Wie komme ich an so viel Lucky Coins? Ich hatte vor 2 Tagen ein Video gemacht und da habe ich irgendwie rumgekrepelt bei null und hatte immer gerade so noch geschafft, meine Videos voll zu kriegen, um irgendwie manchmal 5, 6 Mal am Tag zu drehen. Und ich hatte mich ja im letzten Video auch darüber beschwert, dass irgendwie nur jedes fünfte, sechste Video geht. Und es gab eine Kompensation. Es gab wohl wirklich einen Fehler, dass die nicht abgerechnet wurden. Und es wurden jetzt die ganzen Lucky Coins gutgeschrieben, die in den letzten Tagen oder Wochen einfach fehlerhaft waren. Das finde ich eine echt klasse Sache, dass es geschafft wurde. Jetzt kann ich hier irgendwie 4 Tage nochmal am Glücksrad drehen, kriege hier mal meine schönen Pilze wieder, die ich dringend brauche. Und das ist einfach richtig toll. Habe ich mich richtig drüber gefreut, dass die jetzt gut geschrieben wurden. Was ich mich natürlich frage, ist, wenn die mir die Dinger gut schreiben können. Es gab doch schon ganz oft Probleme, dass irgendwie hier nichts ging und da wurde auch nichts gut geschrieben. Also muss es wohl was Neues sein. Von daher, tolle Sache, Playa, habt da gut gemacht. Jetzt wird die Scheiße, wollte ich schon sagen, die tollen Dinger endlich gut geschrieben. So, ich muss noch einen Gegenstand ins Klo werfen. Das mache ich erstmal schnell, weil ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. Das Ding hauen wir hier mal rein und oh, das hat es ja voll gebracht. Zerklopfen es in der Toilette und kriegen dafür so gut wie gar nichts an Kristallen. Aber jetzt können wir auch mal an der Klospülung ziehen. Wo ist denn hier das Ding? Da nicht dran ziehen. Hier muss ich dran ziehen. So. Was haben wir? Eine Kette mit Sockel, die sogar richtig gut ist. Würde ich sagen, ziehen wir an. Jetzt brauche ich nur noch einen Edelstein dafür. Sonst verliere ich da zu viel. Das Ding ist auch 5-mal verbessert. Das ist gut. Aber richtig geil. Plus 40. Da freue ich mich drauf. Drüber. Über eine Waffe hätte ich mich natürlich noch mehr gefreut. Aber das Ding ist schon mal nice. So, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Wir hauen mal hier ein paar Items raus, die ich erstmal nicht brauche, wo am besten auch keine zwei Attribute drauf sind, dass ich die nicht beim Schmied. Da bringen die auch nichts. So, das Ding packen wir mal nachher ganz oben. Nehmt's mal auf. Warte mal, die Schuhe könnte ich im Zweifelsfall auch noch verkaufen. Ich würde sagen, ich drehe erstmal weiter am Glücksrad und gucke mal, ob da noch ein paar Items kommen. Einmal kann ich ja noch beim Schmied rein. Ach, das macht Spaß irgendwie mal. So, man hat lang mal wieder einfach das Glücksrad voll austesten und richtig durchdrehen. Das gibt nichts. Können wir einfach mal so verkaufen. So, dann kann ich noch einen Gegenstand beim Schmied reinhauen. Warte mal, ich habe noch jede Menge Alu übrig, glaube ich. Ja, dann warten wir lieber noch ein bisschen. Mache ich dann später. Oh, jetzt würde ich natürlich richtig gern auf die Flimmerkiste klicken. Geht aber nicht. Oh, da gab es gerade schon wieder eine Sanduhr oder war das noch ein Anzeigefehler, glaube ich. So, die Frucht packen wir mal hier rein. Ah, richtig gut gefüttert heute. 6 Äpfelchen gab es schon. Sehr, sehr schön. So, Zeitmaschine muss ich auch nochmal drauf. Und da gibt es auch nochmal richtig schön was an Gold. Ansonsten Helden suchen, machen wir am besten auch gleich, dann haben wir das auch durch. Hatte ja letztens jemand gefragt und wurde auch schon beantwortet. Also ich habe mir jemanden gesucht, den ich regelmäßig angreifen möchte in der Unterwelt und den mir einfach auf die Freundesliste gepackt. Das geht ganz einfach, wenn ihr irgendwo hier in der Ehrenhalle seid, klickt ihr einfach irgendeinen an, macht ihr auf das Plus und dann könnt ihr den hier auf die Freundesliste packen. Und dann könnt ihr den über den Shortcut L auf der Tastatur zwischen K und Ö ist das bei mir aufrufen. Und dann, wenn ihr ein Numpad habt zum Beispiel oder auch über die normale Tastatur muss es gehen, drückt ihr auf. Nee, normale geht nicht. Übers Numpad muss man es machen. Dann kann man hier, das ist genauso aufgebaut hier wie die ganzen Zahlen, geht von unten nach oben. Deshalb ist hier unten in die Unterwelt locken auf der 3. Und wenn man da drauf drückt, drückt man nochmal auf Enter und dann greift er an. Und dann drückt man nochmal L3 Enter, L3 Enter. Und das macht man dann.
so oft, bis man seine Kämpfe durch hat. Kleiner Tipp, wenn ihr Gildenleiter oder Offizier seid, macht das nicht zu oft, weil, wenn wir es jetzt nochmal machen, kommt hier der Gildenmitglied aus der Gilde werfen Button und dann ist der raus aus der Gilde. Ist mir schon passiert. Da solltet ihr vorsichtig mit sein. So, jetzt können wir skillen, aber halt, ich will noch nicht so viel skillen, weil ich mache ja noch meine Kämpfe hier in der Unterwelt und ich muss jetzt erstmal nochmal meine Begleiter hochleveln, weil ich hatte heute Morgen, gestern, einen Stufenaufstieg und da möchte ich natürlich die mit hochziehen, weil das gibt ja bei denen hier auch ordentlich Leben. Na, hier knappe 100.000, aber ist schon trotzdem nicht verkehrt. So, damit sind die auch wieder alle auf Maximum und jetzt kann ich den Rest nochmal hier in Geschick skillen. So, da ich hier nicht 100 Mal drücken will, halte ich mal einfach gedrückt. Und dann läuft das irgendwann ganz schnell und dann rattert das Gold runter. Bis alles rausgeskillt ist. Ja, also von daher richtig cool. Neuer Server startet. Es hat ja erst, glaube ich, vor 2 Wochen oder so ein Server gestartet. Pfingsten kommt auch. Da gab es jetzt auch nochmal eine kleine Rundmail zu den Pfingstpad. 20% Aktion ist auch wieder. Von daher, wenn ihr Pilze aufladen wollt, besonders auf dem neuen Server. Wenn ihr nicht so viel Geld habt, spielt den ersten Tag nur eure Alu, die ihr so kriegt. Ihr kriegt ja 25 Pilze sowieso durch das Verifizieren der E-Mail. Dann könnt ihr gleich euch das gute Mount holen und ein paar Pilze gibt es vielleicht noch, so wie die Lucky Coins heute sind. So vom Glücksrad oder auch durch die erste Quest gibt es ja auch was. Da könnt ihr dann noch ein bisschen auch mehr an Alu spielen. Ansonsten kauft euch. Wenn ihr unbedingt was kaufen wollt, am ersten Tag noch nicht so viel, sondern maximal hier für 4, 5 € oder gibt es ja auch manchmal noch günstiger. Ja, hier 30 Pilze für 2,99 ist ein sehr schlechtes Angebot, kann man aber auch machen, weil ihr bekommt dann am Samstag, Sonntag und Montag, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, komplett Pfingsten, einschließlich Montag, genau, 20% mehr für eure Sachen. Ansonsten ist nur Samstag und Sonntag, nicht Montag, XP-Event. Das heißt, ihr levelt sowieso richtig schnell. Das heißt, ihr müsst nicht so viel nach Ausrüstung blättern, wenn ihr auf dem neuen Server anfangt, weil die wird sich so schnell wechseln. Ist natürlich ein bisschen schwerer. Am besten ist immer mit dem Gold-Event, weil dann werden die Gilden auch am schnellsten ausgebaut. Aber so könnt ihr schneller leveln. Ist auch nicht verkehrt. Von daher, der neue Server wird bestimmt Spaß machen. Es gibt richtig viel Konkurrenz da drauf, da bin ich mir richtig sicher. Ich werde auch mal gucken, was da los ist und mal schauen, wie die neuen Grafiken so aussehen, ob das wirklich nur der eine Spieler hat oder ob auch ein paar andere in den Genuss kommen, sich sowas mal zu holen. Bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, wenn ich es schaffe, versuche ich jetzt täglich wieder Videos zu machen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Meine Tochter spielt auch gerade mit, also sie spielt auf dem Boden schön und freut sich. Und von daher nochmal vielen Dank für die vielen netten Kommentare und am letzten Video hat mich sehr gefreut und ja, meiner Tochter auch. Von daher euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.